Ja, und damit hallo und herzlich willkommen zurück zu 7 Days to Die mit mir, den Karin, in der Warsaw Mod und Buschi am Start. So, wir werden jetzt erstmal den ganzen Kladderadatsch inräumen und dann werden wir uns den nächsten Händler freischalten. Wir haben nämlich gestern einen neuen aktiviert. Ich hoffe, dass er in der Wüste ist. Das wäre ganz nett. Und das ist noch am Pumpen. Ich habe gedacht, ich kann das jetzt noch kontrollieren, was da passiert. Aber es wurde mir nahegetreten, dass das gut ist. Also vertraut. Also ich vertraue. So. So. Es waren immer gute Tipps. Also. Geht davon aus, dass das auch gut ist. Gut ist. So, was wollte ich denn jetzt machen? Das ist erste Hilfe, das kommt da hinten drin. Uschi ist auch noch voll, wa? Naja, aber da ist voll. Sie hat eh zwei Sachen drin. So, da. Ui. Es ist wieder soweit. Moment mal, das wollte ich da austauschen. Jetzt muss ich aber erstmal schauen, wo. Also, hier haben wir eben. Ja, gut. Haben wir doch schon unseren ersten Kandidaten. Raus. Rin. So, kann ich hier nach unten verbessern? Da ist schon drin. Da ist O schon drin. Da ist Ditte drin. Und da ist Ditte drin. Muss mal gucken, dass ich hier. Habe ich die verkauft gehabt letztes Mal? Ich bin der Meinung, ich habe letztes Mal eine rote Hose bekommen gehabt. Oder ist die in Uschi drinne? Wir haben eine Hose bekommen. Das war mehr Militär. Das wäre ja eine Verbesserung. Warten Sie mal, das haben wir gleich. Also vielleicht haben wir es gleich. So, warte mal. Ich mach mal kurz hier einen Schnellrinnschmeißer. Das haben wir gleich. Da wissen wir gleich mehr. Und den Rest nehme ich mit. Trinken. Rindzwirbeln nehme ich auch noch mit. Da muss ich gleich mal bei Uschi nachschauen. Nicht, dass ich die schon mal verkauft habe. Die ganze Zeit mit hier diese Metallbuchse rumrenne. Uschi, sag mal, hast du von mir eine Buchse? Naja, gut, das ist eine blaue. Aber wie gesagt, das ist besser als das, was ich jetzt habe. So, nee, warte mal. Das dann da drin und dann sind wir schon wieder los. Achso. Gut. Na, da habe ich so ja noch einen Platz frei. Machen wir später. Und reparieren. Und gleich an. Nee, doch noch nie an. Aber jetzt an. Anzeige ist raus. So. Gut, dann schmeiße ich da den Rest drin. Und zack, bums, ein bisschen mehr Kohle. So, 2 Kilometer. Durch der Wallerei. Alter, schon Villa so rund auf 6300, ey. Gleich mal testen, muss ich drauf achten, sobald ich über einen Hügel fahre oder so. Voll weggesäbelt. Gut. Alter! Lecco mio! Der eine Baum und das eine Ding hat schon gereicht, Alter. Ich bin Uschi ist fast kaputt. Ey, das ist nie normal, ist das da? Ich sehe da nichts. Das ist unter Tage. So, da bin ich auch vielleicht. Ich habe den Händler gefunden. Den konnten wir letztes Mal nicht sehen. Der ist nämlich unter Tage. Alter, und wir werden die nächste nur noch Straßen nehmen. Wo bist du denn? Ach, da. Ey, ungelogen. Ich bin ein Baum ausgewichen. Oder ich hab's versucht. Stopp doch mal. Hab den Baum gestriffen. Der Baum ist natürlich kaputt gegangen. Dahinter war ein Stein. Und da bin ich leicht gegengeditscht. Und Uschi war komplett fast kaputt gewesen. Da hat bloß noch ein Fitzel gefehlt. Und dann dasselbe normal.
Da ist ein Stein aufgeploppt, bin ich gegengefahren. Ich habe jetzt keine Repair-Kits mehr. Krasse Schütte. Dafür krieg ich aber hier wieder schön Loot. Warte mal, wie muss ich jetzt anquacken? I am so good job. Ah, ist egal, wie. Gut. Ey, lecko mio, ich sage euch. Bücher. So, das müsste gewesen sein, wa? Ja, jedenfalls erstmal in diese Richtung. So, hier, ja. Das war gewesen. So, rein theoretisch kann ich da jetzt nicht bei dir, sondern bei Rick. Wo ist er denn? Stinkstiefel, der. Watch your back. Eine Quest machen. Aber, nee, warte mal, erstmal. Ja, ist doch gut. Erstmal mache ich das alles clean, denn die sieht mir die ganze Chose durch und dann verkaufe ich ihm den Rest. Und dann machen wir eine Quest. Und ich sollte jetzt schnell mal bei die Mods wechseln, wie gesagt. Bevor ich sie verkaufe. Ne? Also. Wo waren wir denn stehen geblieben? Da ist neu. Alter, ich kann, wie gesagt, nichts mehr reparieren. Das ist so krass. Ja, gut, muss ich erstmal kaufen, würde ich mal sagen. So, da verändern wir mal was. So. Das nächste, die Buchse. Ändern. So. Dann haben wir das. Hier sind ja auch noch welche. Die habe ich gerne eben gerade so gesehen gehabt. Sag mal, habe ich die jetzt überhaupt gewechselt? Nee, doch, ist raus. Da ist auch. Da ist jetzt O und jetzt hier noch. Dann haben wir das erstmal durch. Cool. So, du kriegst jetzt auch nochmal alles extra. Gib dir gleich mal ein bisschen mehr Money. Jawohl, das ist cool. Das gefällt mir so. So, habe ich hier noch irgendwas? Nee, sonst wird ja angezeigt werden. Das ist ja keine Mod. So. Du. Kotterschnauze. So, jetzt ist er raus. So, man, die werde ich gleich verkaufen. Weil die will ich ja nicht mehr haben. Ja, haben es gleich. Klack, klack. Die kann ja auch weg. Ich wollte gerade sagen, ich will mal versuchen, was ist denn, wenn ich Münzen verkaufe? Da täte mich hätte mal interessieren können, tun sollen müssen. So, gut, jetzt ist das auch weg. Oh, Alter. Wir haben Puffy zusammen. So, gut, also, Nö, hat er ja nicht. All that damn gawking at goods and that's all you buy? So, die nächste Vierer-Quest. Alt bei Nacht. Das ist keine Nacht-Quest, das ist auch keine Nacht-Quest. Dann nehmen wir erstmal die. Come to think of it, I can't say I'm not so, gleich mal hier alle Repair-Kits nehmen. Hello, Traveler. What's ailing you? Und Benzin. Entschuldigung. Da muss ich ja Kotterschnauze doch nochmal ran. Kotterschnäuzchen, meinte ich. Wie gesagt, Benzin brauche ich. Und ich brauche die Repair Kits. Ey, jetzt haben keiner mehr Repair Kits oder was? Hat keiner mehr oder was? Anscheinend nicht. I just knew you'd find something. Nächsten Händler, bitte. Take your time.
Es wird schon einer Repair-Kits haben. Oder auch nicht. Benzin. Much obliged, stranger. Nach Hause kommen wir. Wir dürfen bloß nirgendwo gegen ditchen. Da, 4 Stück. Ist ja besser als ja nichts. So, ditte und dann brauchen wir Öl. 9000. Gratitude and safe travels. Sagt, solange ich das nicht habe. What's your problem? Mein Problem bist du. Aber. Nicht Öl. Benzin 7000. Das dürfte ja erstmal reichen, wa? Jetzt dürfte ich. Now that we're done doing business, get out of my store. Das ist nicht dein Store, du teilst dir den. Nur mal so nebenbei. Das wäre ja was gewesen, wenn jetzt hier auch noch Dings drin gewesen wäre. Oh Mann! Eselhaft. So, warte mal, jetzt kann ich dich erstmal wieder auf Vordermann bringen. Wie gesagt, Alter, das ist ganz schön krass. Ah, da brauche ich. Dafür brauche ich sowas nicht aufwenden. Was ist denn da hinten? Ah, vielleicht ist es ja jetzt in der Wüste. Schickt er uns in die Wüste. Das würde ich mir so eher wünschen. Sorry. Ey, das ist jetzt das Gebäude oder was? Nee, doch nicht. Jetzt bloß schräg rüber. Nochmal Glück gehabt. The Gas Station. The Gas Station? Wie bin ich jetzt auf Gas Station gekommen? Ist nicht. Der Hund, der pennt noch, ist der jetzt gleich weg? Nee, der ist immer noch da. Du solltest sterben! Du bist ein Hund! Du Hund, du! Aber ich hab dich wenigstens gesehen. Oh, jetzt! Mag euch nicht! Ich mag euch lieber, dass ihr sammelt. Und konzentriert. Mag ich nicht. Was? Entschuldigung. Mann, der ist aber schnell durch gewesen. Den haben sie mit Gewalt durchgepresst. Mach mal so was nicht. Oh, der war noch ja nicht tot, wa? Jetzt schon. Wem haben wir übersehen? Hallo Sie, wo sind Sie? Ich wollte Sie nicht übersehen. Er war eingesperrt. Ewig eingesperrt. Aber wenigstens hat er frische Luft gehabt. Sagen Sie mal, ich brauche doch hoch... warten Sie mal. Nehme ich gleich mal mit. Da ist eine Kiste, die habe ich ja fast aus den Augen nur gesehen. Ich kann auch ausräumen, indem ich bloß gegenkloppe. Muss immer noch mal ein paar suchen. Geh mal kurz weg. Nochmal. Nee, dann kriegst du bloß das Eisen. Also quasi, wir tauschen das Sandwich gegen Eisen ein. Lass mal überlegen. La 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 la. Die brauchen sie doch eh nicht mehr. Die sind doch schon kaputt. Ausgang ist noch nicht unser Ziel. Hallo.
Ich kontrolliere nur mal kurz. Oh, schenken tue ich auch gleich. Was ist hier offen? Ich hab mir gerade eingebildet, es ist ein anderer Raum. Gut, weiter geht's. Es geht aufwärts. Hören Sie auf zu hauchen. So, jetzt müssen wir alle erweckt haben. Moins! Das war mein Plan. Mal gucken, ob der so geht. Wo ist denn der Ausgang? So, jetzt. Wir will alle konzentriert auf einen Fleck haben. Dann brauche ich die wenigsten hier suchen. Das ist mein Plan. Hallo, Sie? Wollen Sie sich anschleichen oder was? Oh mein Gott! Drei Damen vom Grill! Ich weiter. Grill. Ich glaube. Nee, das sind immer noch nicht alle. Ach Mensch! Wo kommt ihr denn her? Ey, sag mal, warum verwechselt immer die Seite? Mann! Hä? Ey, das dauert mir zu lange. Was denn? Wo denn? Bist du draußen oder was? Was machst du denn draußen? Ich wurde verarscht. Du kleiner Verarscher, du. Bist du denn? Ich komme hier raus. Ich bin zu intelligent. Du Vogel, du. Ich frage mich jetzt gerade, ob hier draußen Piepmetze oder sowas sind. Geh mal hier rum. Fiedelbumm. Geht doch. Und Chiba. Da sind noch welche drauf. Ich war doch gerade da drinne. Vielleicht nicht da drinne, aber drinne schon. Jetzt werde ich aber fuchsteufelswild. Hallo Sie. Ich glaube, ich habe alle. Ich würde jetzt behaupten, ich habe jetzt alle... geplättet. Jetzt mal bitte zur Seite. Jetzt muss ich bloß noch kicken, wo der ganze Stuff liegt. Ich will meine Belohnung. Geh jetzt hier in den Raum durch. Gut, dann bilde ich mir jetzt ein, dass das schon mal eine Belohnung ist. Da ist die zweite Belohnung. Die dritte. Ja, gut, passt mir jetzt zwar nicht, aber okay. Das ist immer der Wille, der zählt. Ne? Da ist nochmal eine Belohnung. 15 Schuss haben oder nicht, ne? Wir wollen mal nie so gierig sein. Sagt doch Kleinzeug. Auch Kleinvieh macht Mist. So ein Mist aber auch. Es ist immer nur ein und derselbe, der mich verarscht. Questtechnischerweise habe ich so das Gefühl. Ich glaube, der sackt sich das alt alleine ein. Ja, sackt der. Kann nie annehmen, dass das alles war. Wobei geht's nur nach oben. Ich wollte nichts kaputt machen. Also schon, aber nicht in dieser Richtung. Echt jetzt?
Wenn mal die Ausdauer wieder fehlt. Drei Wettertaft. Also, ich brauche ja so oder so trinken. Es durstete mich. Ach, Rache. Ich glaube, ich habe da was entdeckt. Ich glaube, ich habe das Rätsel Lösung. So richtig. Gut. Das ist der Frost. Was? Diese Räumlichkeit und hier sowas drinne? Das ist alles? Oh nee, Moment mal. Das ist bestimmt der Zeug, was jetzt gerade alt eingestürzt ist. Da stand mal mein ganzer Loot. Hier. Hi. Hallo. Hallo. Ich will da looten. Ich gehöre da zu den Guten. Die manchmal looten. Ach Mann. Naja, gut, vielleicht geht der ja nur nach unten. Das mag ich zu bezweifeln. Gut, du hast hier noch Loot. Karabin. Das ist aber nicht das, was ich haben wollte. Bin auch mir ganz sicher, das ist hier irgendwo. Ich sehe das bloß nicht. Geh wieder mit verschlossenen Augen durch der Welt. Das sieht da nix aus. Ups, Entschuldigung. Warum ist da Holz? Ist da mein Loot? Ich würde mal sagen, nein. Oder ist das hier das Attrappe? Ist alles fake hier? Ich hab mir einen Raum gefunden. Da, seht ihr. Ich glaube, ich bin hier richtig. Man leckt mich doch. Oh, das wär's gewesen. Das wär's gewesen. Naja, gut. Vielleicht krieg ich jetzt den geilen Scheiß ja auch bei ihm. Wenn nicht, dann schieße ich ihn ins Gesicht. Ist mir denn ausgerutscht, die Patrone? Kann nie sein. Das kann einfach nie sein. Ich kann einfach nie loslassen. Also hier unten ist doch nichts. Hier, Lass mich durch, du blöder Dingshockerstuhl, was immer. Ja, siehst du. Es hat sich gelohnt, nochmal hier hochzukommen. Habt ihr gedacht, wa? Der lässt den ganzen Stuff hier liegen. Habt ihr aber falsch gedacht. Hoffe ich doch. Naja, gut. Eben auch Kleinzeug muss man auch so ein bisschen mal so chillig lassen, ne? Falsche Tür. Entschuldigung. Musste mal abhusten.
Hust, hust. Und er ist egal. Die besten Sachen kriegen wir eh erst, wenn wir die Quest... Halt. Straße. Straße war da hinten ja auch irgendwo. Bin ja auch von der Straße runtergefahren. Es sollte eine Straße hier sein. Ich hab's mir nicht eingebildet. Sie war da. Achso, die war ja da oben. Stimmt ja, ich bin ja hier runtergerauscht. Ja, wie gesagt, den geilsten Scheiß kriegen wir eh erst ab mit der Quest. Also, ja, gut. Alles gut. Schön an der Straße halten. Naja, dann versuch mal da wieder zurückzukommen. Da war keine Straße. Das heißt, musst du ja hier durch die Pampa. De Pampa. Unendliche Pampen. Was? Dieser Hund? Wie ist er da hochgekommen? Zu Fuß. Oh Junge, nee, ich muss wirklich eine Pause machen, was trinken. Stein! Papier! Schere! Aber den nehmen wir mit. Der kommt mit mir. So, oh. Buschi, alle gut? Ich hab ganz vergessen, wie du fährst. Wie eine besenkte Sau. Tja, da musst du jetzt durch. La 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 la. Ich hab die Quest klar. Ja gut, ich muss jetzt ja bloß noch die ganzen Mods entwickeln. Fahrenderweise. Ne? Sprit sparen und so. Ist der jetzt hinterherkommen? Ah, nicht wirklich. Wer weiß, was ihm blüht. So. Da ist er. If you break it, you buy it. Also. Ich sag mal so. Ich nehme die Machete. Machetet oder machetet nicht. Ich machetet. Und ich nehme gleich die nächste Quest. Aber die ist erst für morgen. Abholungsquest. Die anderen wären nachts. Naja, gut, erstmal abholen. Gut, Leute. Ich hoffe, euch hat's gefallen. Ich hoffe, wir sehen uns morgen wieder. Selbe Stelle, selbe Welle. Und dann machen wir den Rest. Also, den kriegen wir da hochgeknackt auf Stufe 5. Das war nicht ja kein Problem. Also, ich bin raus. Tschüss.